Wir werden ab heute regelmäßig Videos drehen und euch einfach Dubai zeigen, aber nicht nur einfach zeigen, sondern richtig zeigen. Alles ein bisschen was? Spannender aufbauen. Warte, okay, dann bin ich dabei. Was geht ab, meine Lieben? Schön dass ihr wieder dabei seid! Okay, wir sollten definitiv ein bisschen runterfahren, weil sonst schaltet gleich wieder jeder ab. So, jetzt hört uns ganz genau zu. Heute startet das ultimative neue Format von Team Harrison in Dubai. Ja, und das sieht folgendermaßen aus. Wir werden ab heute regelmäßig Videos drehen und euch einfach Dubai zeigen. Aber nicht nur einfach zeigen, sondern richtig zeigen. Erleben. Ja, ihr seid hautnah dabei. Bei der absolut überdimensional, ganz Die geben mir aus der Tasche helfen hier gerade. Ja. Okay, also jetzt nochmal ganz normal. Also wir wollen einfach in Zukunft so gewisse coole, crazy Sachen, die Dubai hier anbietet. Ja, man muss dazu sagen, Dubai bietet sehr, sehr viel an. Und da wollen wir euch einfach nur dran teilhaben lassen. Und einfach auch mal so gewisse Dinge ausprobieren. Testen. Ja, genau. Und es ist wirklich crazy. Also von, es gibt ja hier das tiefste Tauchbecken der Welt. Also irgendwie ist hier immer alles größer, fetter, cooler und so auf der Welt. Deswegen prüfen wir das alles mal und geben unser Feedback ab. Ganz ehrlich, das ist in keinster Weise irgendeine Kooperation mit irgendjemand. Sondern wir wollen da ganz frei in die Sache rangehen. Wir wollen uns auch krasse Hotels anschauen und bewerten, euch ein bisschen Feedback Aktivitäten, geben, euch zeigen. Ob die vielleicht zu krass sind oder ob die einfach unnötig sind oder sogar richtig geil sind. Genau. Von dem her seid auf jeden Fall dabei. Wir starten heute mit der ersten. Und der Sinn der Sache, gibt es einen Sinn der Sache? was ist der Sinn der Sache? Nein, aber wenn jemand in Dubai ist, dann kann er sich da vielleicht inspirieren lassen. Und ansonsten wollen wir euch einfach nur unterhalten. Ja. Genau. Und heute starten wir nämlich. Aber bevor wir starten, muss ich euch noch was ganz Besonderes zeigen. Und zwar ihren Fuß. Nein. Schatz, ja auch Füße in der Kamera sind so eklig. Also, du gehst jetzt trainieren und ich zeige euch was. Und dann holen wir nachher Mia vom Kindergarten ab. Die ist nämlich heute mit dabei. Die darf da tatsächlich schon mitmachen. Kaila ist noch zu klein. Also, geh jetzt. Dass wir ganz schnell das Haus verlassen können. Ich habe jetzt Tommy zum Sport geschickt, damit ich ein bisschen Zeit habe, euch was ganz Besonderes zu zeigen. Und ihr merkt schon, ich bin ein bisschen nervös. Es ist irgendwie, ja, mittlerweile kennt ihr mich. Wenn ich ein Projekt angehe, stecke ich immer mein komplettes Herzblut daran, meine Leidenschaft. Und wenn ich dann sehe, wie perfekt es geworden ist und der Zeitpunkt gekommen ist, es euch zu präsentieren, es macht mich einfach stolz. Und da bin ich nervös. Ja, auf jeden Fall will ich gar nicht so um den heißen Brei reden. Das ist meine vierte Edition. Unglaublich. Alle drei davor sind ausverkauft. Die kamen unglaublich gut bei euch an. Deswegen war es für mich klar, es wird dieses Jahr noch eine geben. Und tadadada. Ja, ich halte hier meine neuen Juwelkerzen in den Händen. Die sind einfach sowas von geil geworden. Ich werde sie euch natürlich gleich noch genauer zeigen. Ich bin sowas von stolz darauf. Mystical Night und Golden Sunset. Ich wollte nochmal einen draufhauen. Also wie gesagt, ich zeige es euch nochmal genauer und hoffe, dass die bei euch wieder genauso gut ankommen werden. Hier seht ihr sie noch ein bisschen genauer. Mystical Night, silber verziert, da wartet nämlich was Schönes Silbernes auf euch. Und Golden Sunset, gold verziert, da erwartet euch was Goldenes. Ja, das sind nicht irgendwelche gewöhnliche Duftkerzen, das sind die schönsten und besten Duftkerzen, ich sag's euch. Denn die brennen ab und dann erwartet euch da drinnen ein schönes Schmuckstück. Die habe ich übrigens alles selber designt in meinen Kerzen. Hier erwartet euch eine goldene Kette. Ich werde euch gleich ein paar Beispiele zeigen. Und hier erwartet euch eine silberne Kette. Ich habe hier auch schon mal zwei silberne an. Ja, hier seht ihr mal ein paar goldene Kettenbeispiele, die euch in der Golden Sunset erwarten können. Also ihr seht ganz viel mit Sonne und Mystical Night. Dann eher Monde und Sterne, die erwarten euch dann wie gesagt in der blauen Kerze. Und überall ist dann ein Etikett dran mit einer Nummer. Die könnt ihr dann im Internet eingeben und dann könnt ihr erfahren, wie viel Wert euer Schmuckstück hat.
So schade, dass es keine Riechfunktion auf YouTube gibt. Da verpasst ihr nämlich gerade was. Die riechen nämlich unglaublich frisch. Also beide Kerzen bringen einen unglaublichen frischen Kick nach Hause. Die Golden Sunset ist noch ein bisschen süßer und fruchtiger. Ja, auf jeden Fall, klickt unten in die Infobox auf den Link, da gelangt ihr zu meinen Juwelkerzen. Wenn ihr eine haben wollt, seid schnell. Wenn ihr eine verschenken wollt, die eignen sich perfekt dafür, klickt da drauf und mit dem Code SUNSET15 gibt es sogar die nächsten 48 Stunden 15% für euch. Es geht los, auf geht's, ab geht's und ich muss sagen, ich bin ganz schön nervös vor das, was jetzt gleich kommen wird. Ja, wir holen jetzt Mia vom Kindergarten ab und dann fahren wir zur Destination. Also Mia haben wir jetzt abgeholt. Ich habe ja extra schon Ersatzkleidung mitgenommen, damit sie ihre Uniform gleich wechseln kann. Aber davor geht's nochmal nach Hause. Ja, denn wir haben was vergessen. Total, also ganz können komisch. Wir nur. Ja, wir können Mia, wir nur. Was müssen wir denn zu Hause holen? Eine Puppe. Genau. Jetzt muss ich einfach mal wieder unser Haus von außen filmen. Das sieht nämlich so schön aus. Dam-di-dam-di-da. Und unsere Bäume wurden alle frisch geschnitten. Ich finde, das sieht so cool aus dann immer. Ja, guten Tag! Ja, Dennis ist mit dabei, damit es noch richtig witzig wird heute. Ich habe eine Verstärkung. Hi! Ja, auf jeden Fall, wir kommen unserem Ziel näher. Schaut mal, wo wir gerade fahren. Wer erkennt's? Wir fahren auf die Palme gerade. Genau, und da vorne ist so ein Tower. Da werden wir heute nicht reingehen, aber da werden wir bestimmt auch die nächsten Male mal reingehen, oder Schatz? Ja. Das ist eine richtig schöne Aussichtsplattform. Wir sind am Parkplatz angekommen. Ja, ich hoffe, dass das heute gut wird. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich zeige euch jetzt gleich, was es ist. Und dann kann ich euch meine Sorgen erzählen. So, ich zeige euch jetzt mal, was wir für heute geplant haben. Sieht man den? Ich glaube, man hört ihn. Aber ich weiß nicht, ob man den sieht. Da oben, hier ist er. Der kommt jetzt gerade hier. Oh ja. Glaube ich, direkt auf uns. Also wenn ich das jetzt gerade so sehe, werde ich nervös. Also ich glaube, das ist nicht nur mein erster Helikopterflug. Ja, weißt du, was das Problem ist? Ich habe das Gefühl, ich habe schon so einen Dummy gesagt, aber nicht irgendwie sowas, dass ich irgendwie einen Fallschirm anbekomme und er mich dann da runterschubst oder so. Und dann habe ich Angst. Lass dich überraschen, Dennis. Und das ist auch mir als erster Flug, gell, mein Schatz? Und? Freust du dich? Hast du Angst ein bisschen? Ja. Nein? Boah, okay, krass. Ich muss nämlich gestehen, es ist ja auch mein erster Flug. Ich habe schon ein bisschen Angst, Respekt davor. Aber meine Freude überwiegt. Und bei dir, Schatz? Ich spüre Feuer und Flamme. So. Ja? Wird das Ding auch fliegen. Freust du dich schon drauf, den Dennis nachher rauszuschmeißen? Also mit diesem Format wollen wir euch einfach... Ja, jetzt haben wir die Katze schon aus dem Sack gelassen. Mit diesem Video wollen wir starten, oder mit diesem Video starten wir dieses Format, indem wir euch Dubai letzten Endes einfach erstmal von oben zeigen. Und dann gehen wir Step by Step auf die anderen Aktivitäten ein. Aber eins nach dem anderen, wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Und wir müssen aber erstmal den Eingang finden, weil da, wo wir gerade standen, das war nicht der Eingang. Helikopter hier schon abheben und landen. Die ist einfach gar nicht mehr gut. Sie ist doch so. Ich hab schon die Schiffe wieder unten gegangen. Hast du schon gesehen? Ja. Ja, der geht jetzt gleich wieder nach oben aus. Ja. Und du hast gar keine Angst? Nein. Jetzt. Oh mein Gott, da sitzen wir auch gleich drin. Jetzt haben wir aber nicht viel gesehen, gell?
Ja, da würde ich jetzt gerade lieber einsteigen. Ich hatte ja vorhin meine Sorgen erwähnt. Ja, es ist heute sehr neblig und diesig draußen. Es ist so sandig. Und jetzt gerade, wir sitzen seit 20 Minuten hier in dem Wartebereich. Und jetzt wurden alle Flüge für heute gecancelt. Richtig. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, jetzt überlegen wir gerade, was wir machen können, ob wir das Geld zurückbekommen, ob wir es umbuchen können und was wir jetzt heute noch machen. Mir hat sich so gefreut. So, ich will euch eigentlich die coole, neblige Aussicht hier zeigen. Und es sieht jetzt hier gerade so cool aus. Warte. Ja, hier ist ein richtiger, privater Strand. So, also hier einmal der Grund, warum wir nicht fliegen können. Hier seht ihr die ganze Skyline von Dubai, beziehungsweise ihr seht sie nicht, weil es einfach so sandig ist, ja. Aber ich glaube, man kann es so ein bisschen erkennen. Da ist keine Schlange, was du laberst, ey. Oh, aber es sieht schon schön aus hier. Guck mal, da sieht man das Atlantis Hotel und da hinten sieht man das Royal Atlantis. Das ist das neue Atlantis Hotel. Und da drüben ist The Point. Ja. Was sind da? Ameisen, ne? Schau mal. Sieht aus wie ein Ausschlag. Der Boden Ausschlag. Und da ist ein Vogel. Oh, lass uns hier noch ein schönes Bild machen, Schatz. Von unserem schönen, actionreichen, tollen Tag. Das müssen wir festhalten. Was man noch machen könnte. Ja. Ja, ich habe auch geguckt gerade. Ja, wir sind gerade echt am Verzweifeln. Wir wollten echt jetzt irgendwas machen. Ja. Aber ich glaube, wir genießen das jetzt einfach hier mal noch kurz. Und machen gar nichts mehr. War wohl nichts mit unserem sensationell geilen, überkrassen Format. Dubai ist eigentlich echt geil, Leute. Ja. Wirklich. Aber das zeigen wir uns euch noch. Fletschen? Gar nicht. Ah, zweimal, hast du gesehen? Okay. Challenge accepted. Ich bin bayerischer Meister da. Ciao. Kommt gerne. Drei, drei, vier. Oh! Hey! Auch gut. Ja. Hier alles auf der Kamera drauf. Hast du alles gefilmt? Hast du alles gefilmt? Sehr gut. Super. Pass auf, hier fall nicht hin, ne? Was seht ihr? Echt, lass sie mal, lass sie mal. Ja, ich will sie hier. Hallo! Die arme Maus. Komm mal raus. Komm. Lass sie. Hier sind sie auch ein Boden. Überall diese Löcher. Guck, das sind keine Ameisen, Schatz, das sind Krebse. Och, bitte. Schatz, die Ameisen waren da hinten. Ja, das sind so Krebs. Ja, das sind Krebs. Ey, was wir hier für Sachen raushauen, am Ende stimmt gar nichts. Doku. Ja, ja. Wir machen hier gerade eine Naturdoku. Das sind Ameisen. Ameisen. Hügel. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Habt ihr wenigstens noch ein bisschen was gelernt hier in dem Video? Also ich sag mal so, der Wille war da. Mhm. Definitiv. Und der Anfang vom Video war eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Hat für ziemlich viel Spannung gesorgt. Und ja. Dann kam ein dicker, fetter Furz raus. Naja. Ja, am Ende des Tages haben wir es nicht in der Hand. Solche Sachen haben wir leider nicht in der Hand, genau. Ja, und es wäre jetzt unnötig gewesen, jetzt nur irgendwo anders hinzufahren und so. Wir werden es auf jeden Fall nachholen, wenn Mia schon ein bisschen traurig war. Die wäre schon gerne geflogen. Also von dem her werden wir es, denke ich. Auf dem Heimweg im Auto gesagt, so. Fliegen wir morgen. Ja, aber morgen hätte es jetzt nur noch einen Flug gegeben um 8 Uhr früh und da muss Mia ja in den Kindergarten dann auch und Kyla schläft dann meistens noch. Deswegen wäre das jetzt einfach nur so eine Hoppla-Hopp-Aktion gewesen. Das planen wir nächstes Mal einfach wieder ein bisschen besser. Naja, aber trotzdem hoffe ich, dass wir euch ein bisschen unterhalten konnten. Ja. Und man muss aber auch dazu sagen, also ihr könnt euch wirklich auf
richtig coolen Content freuen. Ja. Hier in Dubai, man kann so viel erleben und wir sind selber auch gespannt, weil wir einiges einfach noch gar nicht gemacht haben. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und eine coole Reihe, glaube ich. Und wir freuen uns auch drauf. Wir machen jetzt Schluss. Gute Nacht. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss.